Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable News heute mal wieder. Ja, heute ist das Update und es gibt neue News. Zwar nur ein paar kleine News. Wir haben ja alle gehofft, dass der neue Stall jetzt bei diesem Update kommt, weil der im November kommt. Aber da habe ich mir schon gedacht, der wird bestimmt erst Ende November kommen und dann werden sie es sicherlich vorher ankündigen. Und deswegen gibt es heute nur ein kleines Update leider. Erstmal ist das ganze Halloween-Zeug weg. Und dafür gibt es jetzt einen neuen Markt. Ja, einen neuen Markt gibt es, wo es nur Klamotten zu kaufen gibt. Und den werden wir uns gleich mal anschauen. Außerdem soll es jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich eine neue News-Sendung geben auf den Star Stable YouTube-Kanal. Und das macht auch jemand Neues, so wie ich das gesehen habe. Da bin ich auch ganz gespannt, was das für eine News über die News-Sendung wird. Ja, aber wir schauen uns jetzt auf jeden Fall erst einmal den Pferdemarkt an. Den findet ihr, wenn ihr hier von Steve um die Seite reitet. Und ja, eigentlich wo der normale Pferdemarkt normalerweise ist. Und da haben wir ihn auch schon. Wirklich ziemlich leer hier. Ist man gar nicht so gewohnt nach dem Update. Aber ja, es ist halt so, es ist wirklich klar kurz nach dem Update. Und es gibt leider nicht so besonders viel hier. Ich habe mich schon mal umgeguckt und ich zeige euch auch nochmal alles, was es hier so gibt. Es gibt hier ein paar Gamaschen, Wickelgamaschen in verschiedenen Farben. Die finde ich eigentlich ganz cool, die Farben, allerdings nicht so besonders viel Auswahl. Obwohl ich denke, vielleicht wechselt das ja ab und zu mal oder es kommen neue Klamotten auch nochmal dazu. Wäre zumindest mein Wunsch und ich denke, das wird wahrscheinlich auch so sein. Hier ein ganz normaler Futterstand, das kennen wir schon alles. Gibt es auch noch nicht so besonders viel. Und hier haben wir auch noch Kleidung. Auch noch nicht so besonders viel. Obwohl die Hosen, die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das muss ich zugeben. Die gefallen mir, die Farbe hier, die gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, generell gefallen mir die total gut. Die ganzen Skinny Jeans hier finde ich super. Also die sind total mein Geschmack. Wenn man da ein passendes Outfit... Na, die hier nicht so. Wenn man da ein passendes Outfit zu findet. Die Helme sind jetzt nicht so meins. Aber das ist ja auch alles Geschmackssache. Dann gibt es hier auch nochmal Oberteile, die für mich auch nicht so der Burner sind. Also ich habe sie mir eben schon mal angeschaut. Und ich wollte mir vielleicht was kaufen von den neuen, aber leider sind sie für mich geschmacklich nicht ganz so schön. Der Pullover ist noch ganz nett, allerdings ist es leider nicht championatsgeeignet. Das finde ich ein ganz klein bisschen schade. Aber ja, was soll man machen? Sind ein paar nette Sachen dabei. Wenn man so ein Outfit sucht, dann kann man das auf jeden Fall mal machen. Haben wir das hier schon? Nee, den haben wir noch nicht. Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ach doch, das sind die Gamaschen wieder. Hier ist der Eingang und Ausgang. Gut. Alles klar. Haben wir das auch gesehen und ja. Ich weiß auch, warum das jetzt hier so leer ist. Weil es gibt halt noch nicht so besonders viel. Wie gesagt, ich hoffe, dass da in der nächsten Zeit, wenn der Wandermarkt weiter wandert und woanders ist, vielleicht noch ein paar neue Sachen immer dazukommen. Oder dass es vielleicht in den verschiedenen Plätzen neue Sachen gibt. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ich werde euch da auf den Laufenden halten. Und ja, das war es leider auch schon mit dem Update. Wie gesagt, diesmal nur ein sehr kurzes Update. Und noch eine kleine Information in eigener Sache. Ich habe jetzt einen neuen Instagram-Account gemacht für Star Stable. Der heißt dann auch wirklich Mandy Mosgarn. Und da werdet ihr jetzt in Zukunft, da habe ich schon ab gestern, habe ich da angefangen, Star Stable-Fotos finden und ein paar News zu Star Stable und so, weil ich das für meinen anderen Instagram-Account nicht benutzen will. Der andere Instagram-Account ist halt eigentlich mehr so für die Let's Play-Sache allgemein und für mich als Person. Und der neue Instagram-Account, den findet ihr ab heute dann auch in den Links mit drinnen. Aber findet ihr auch, wie gesagt, einfach unter meinen Ingame-Namen bei Instagram. Und ja, ich hoffe, ich kann euch da ein paar ganz schöne Fotos machen und zeigen. Und ich beginne da jetzt auch ab heute Abend mit so einer kleinen Rundreise durch Jorvik. Und ja, seid da ganz gespannt. Und ja, erzählt mir, wie ihr das Update findet. Wart ihr auch so ein bisschen enttäuscht, so wie ich es bin? Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge bei Star Stable wieder oder vielleicht auch bei der nächsten News-Folge. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.